wie aus diesen Gitarrenakkorden folgender Pad-Sound entstanden ist. Schritt Nummer 1, eine Lautstärke-Automation, die den Akkord langsam lauter werden lässt. Danach habe ich hinter die Amp-Simulation hier ein Wah-Wah geschaltet, bei dem ich das Öffnen des Pedals automatisiert habe. Gibt dem Sound ganz viel Charakter, macht ihn insgesamt auch ein bisschen dunkler. Und als drittes ist hier ein Chorus-Plugin drin, um die Breite ein bisschen zu modulieren. Dazu ein mittelgroßer Raumhall. Und ein sehr breiter Diffusionshall. Und als letztes ist hier noch Autopan drauf, mit dem sich das Signal von links nach rechts im Stereopanorama bewegt. So klingt's im Kontext. Aktuell ein kostenloses Mix-Feedback für alle Member auf meinhomestudio.de an. Wenn du Interesse daran hast, dann schau gerne mal vorbei.